Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich mache immer gerne so, ne? Irgendwie so. Hey, ich habe schon immer Angst, dass du mir mein Auge aussticht. Ja, so, aus Versehen. Ja, wir haben heute den 10. November, er ist der Daniel und ich bin der Sashi. Und wir wollen heute über das Geburtstagskind des Tages sprechen. Natürlich wieder eine berühmte Persönlichkeit, Roland Emmerich. Oh, das Brot. Das Brot? Das Boot, Entschuldigung. Ach so, ist das schon, das Brot ist ja was anderes. Ne? Mhm. Ja, Roland Emmerich, ja genau, das Boot hat er gemacht und dann nach Hollywood gegangen, Independence Day gemacht. Ja. Es gibt sogar Independence Day 2 so nebenbei. Gibt's? Voll der Scheiß. Habe ich aus Versehen mal irgendwo im Hotel gesehen. Der Patriot, kennst du, Mel Gibson? Ja. Ja. Und The Day After Tomorrow? Kenn ich. Voll der Scheiß. Habe ich aber ausgemacht. Irgendwie. Ja, 2012 hast du gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Da, wo alles irgendwie zusammenhaut, irgendwie, das ist im Prinzip Tomorrow Never Die, nur mit alles zusammenstürzen. Mhm. Auch voll der Scheiß. Anonymous gesehen? Nee. Ja, ah, mit der Maske. Ja, doch, nee. Nee, das ist was anderes, glaube ich. Anonymous? Auf jeden Fall, Anonymous hat er auch gemacht, ja. Mhm. Roland Emmerich, eine Riesennummer in Hollywood, in Stuttgart geboren, 1955. Hat auch Oscars gewonnen, würde ich jetzt sagen. Wie viele Oscars Roland Emmerich gewonnen hat, das wissen wir jetzt gerade nicht, aber das könnt ihr mal hier in die Kommentare reinschreiben. Ja. Wäre mal interessant. Irgendein Nerd wird es wissen. Und man kann es ja auch relativ schnell googeln jetzt. Also wenn man jetzt vorm Bildschirm sitzt, dann hat man es ja einfach. Aber macht's mal hier. Ich bin mal gespannt. Ja. Am 10. November haben wir aber auch einen Fakt, der was mit dem Tag zu tun hat. Und? Ja, 1918, Kaiser Wilhelm. Geht ins Exil nach dem Ersten Weltkrieg. Ah, okay. Nach Holland. Sicher wegen der liberalen Drogengesetze. Stimmt, ja. Ja, gut, der war gefrustet, braucht einen Aufhiller. Ja. I just call. Meinst du, der hat schon I just call to say I love you gesungen? Ja, das war ein sehr visionärer Mann. Meinst du, das Lied ist von ihm und der Stevie Wonder hat es eigentlich nur aufgegriffen? Ja. Gesehen haben kann es nicht. Man weiß ja, Stevie Wonder ist ja so ein Kaiser Wilhelm-Fan gewesen früher. Ja, das weiß man. Das ist ja hinlänglich bekannt. Und dann hat er gesagt, Mensch, hier, Kaiser Wilhelm hat das gerne gesungen, also mache ich das auch. So könnte ich mir es durchaus in meinem Birnschädel. Ja. Am 10. November 1988 kam ein Film in die Kinos. Und der war wegweisend für die damalige Action-Szene. Okay. Stirb langsam. Stirb langsam war auf jeden Fall ein Knaller damals. Ja. Ja. Ich fand die Szene so, ich fand sie schlimm für mich selbst, weil ich mir vorgestellt habe, wenn das mal mir passiert, wo in diesem Fahrschulschacht da ist dieser Fahrschulschacht und da sind so Querschächte auch zwischendrin. Ne? Und da sitzt der Bruce Willis drin. Und hat eigentlich im Prinzip keinen Ausweg. Das heißt, du liegst in so einem Schacht, der ist so 50 cm. Und das Einzige, was ist, da geht es ungefähr 200 Meter in die Tiefe. Und das fand ich so sehr verstörend damals. Das sind deine elementaren Ängste. Naja, 1988 war ich 14. Ja. Der Film war ja ab 35. Ja? Ja, nee, ist klar. Also von daher hat mich schon ein bisschen mitgenommen, das Ganze. Ich fand es halt so hammerhart, dass er da mit barfuß und so durch die Glasscheiben, das war... Bruce Willis ist barfuß durch die Glasscheiben? Also, im Film. Ja. Aber es ist ja privat nicht, klar. Was heißt privat? Als Stunt-Double hat er es ja bestimmt gemacht. Ja, wer weiß. Ach, der hat so viel gemacht. Meinst du? Mhm. Der ist ja in Ida Oberstein geboren. Ach komm. Ja, der Bruce Willis ist eigentlich Deutscher, sozusagen. Ja. Also wenn er... Wenn wir die gleichen Passgesetze wie im Iran hätten, sozusagen, wäre er jetzt Deutscher. Ja. Weil alles, was im Iran geboren ist, ist automatisch Iraner und da kannst du auch nichts mehr machen. Mhm. Das ist auf ewig so. Okay. Die lassen da nicht ab. Woher weißt du denn das? Ich kenne ja so ein paar. Okay. Ja, genau. Ja. Aber was haben wir noch am 10. November heute? 10. November 2002 in Florenz. 2002, da demonstrieren sage und schreibe eine 500.000 Menschen gegen den drohenden Irakkrieg. Ja, dann trotzdem stattgefunden, aber ich fand es trotzdem beeindruckend. Eine 500.000 Menschen. Eine 500.000, ja. Italiener wahrscheinlich in Florenz. Also nicht nur Italiener, es gab bestimmt auch andere Nationalitäten. Auch mal ein paar Deutsche. Vielleicht auch ein paar Irakis. In der Mehrzahl waren es Neuseeländer, die einfach mal. Meinst du, ja, genau. Die alle nach Florenz rübergeflogen sind. In Florenz, da haben wir maximale Aufmerksamkeit, haben die sich gedacht. Ja, nee, ist klar. Ja, genau. Das war alles am 10. November. Morgen sehen wir uns wieder am 11. November. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie. Juhu.